Na, du siehst ja gar nicht gut aus, Brösi. Was ist los mit dir? Hab leider etwas abgenommen und auch die Kraft ist nicht mehr so da. Man wird so langsam etwas spröde. Und was tust du dagegen? Der Arzt sagt, es ist noch nicht so schlimm. Nehme seit einiger Zeit Calcium und Vitamin D. Das soll mich stabilisieren. Sieht aber nicht so aus. Also mein Arzt hat mir zusätzlich Vitamin K2 empfohlen. Vitamin K2? Noch nie gehört. Was ist das? Also jetzt pass mal gut auf. Vitamin D schafft Calcium aus dem Magen-Darm-Trakt ins Blutgefäß. Aber wie kommt das Calcium jetzt zu dir, Brösi? Dafür braucht es? Richtig, Vitamin K2. Wie geht das? Transport und Einbau von Calcium in die Knochen übernehmen zwei Proteine. Die heißen Osteokalzin und MGP und sind eigentlich erstmal faul. Vitamin K2 kann diese Proteine aktivieren. Nur dann nehmen sie ihre Arbeit auf. Fehlt es an K2, gelangt das Calcium nicht zu dir. Und? Merkst du, wie es funktioniert? D3K2. Das zieh dir rein, dann wird's dir bald schon besser sein. Studien über einen Zeitraum von 3 Jahren mit 180 Mikrogramm am Tag K2-MK7 zeigen, dass die zusätzliche Gabe von Vitamin K2 die Knochenqualität bei postmenopausaler Osteoporose verbessert. Rosan Osteo D3K2. Gut zu kombinieren mit allen anderen Medikamenten gegen Osteoporose.